Die nächsten paar Tage wird wohl schwierig mit Videos uploaden, weil dieser Baum hier, glaube ich, gerade unsere Internetleitung gekappt hat, mal wieder. Das ist schon echt bedenklich, wie schlimm man aussehen kann. Scheiße, sieht das übel aus. Lass mal so. Nein. Doch, nein. Doch, lass mal so. Doch, komm, eine Woche. Nein. Bis das Internet wieder da ist, komm. Nein. Komm, bitte. Bitte. Und bitte. Und bitte lass mal so. Nein. Doch, bitte, Kalle. Nein, ich kann nicht. Ich trau mich nicht auf die Straße so. Komm, dann kannst du. Doch, komm. Zieh deinen Kamerahut auf. Moment. Lemmy. Ich glaube, das muss dann doch ab. Ich glaube, es gab mal so ganz schlimm Film mit Tom Selleck. Quickly der Australier. So komme ich mir jetzt gerade vor. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht total witzig aus. Bist du bescheuert? Hast du irgendwelche Kundentermine bis zu deinem Geburtstag? Bestimmt. Ach komm, dann kannst du es immer noch schneller. Jetzt lass doch erst mal. Das ist ja geil. Ja, jetzt fallen wieder Bäume vom Himmel. Ja, die eine Seite vom Internet habe ich gefunden, die nämlich zum Haus geht. Die andere Seite vom Internet müsste irgendwo hinter dem Baumstamm liegen. Los, Deck schrubben! Schrubb das Deck. Das sieht gut aus. Kleiner Mart. Heißt das dann Martin? Oder Marte? Tja, mal gucken, wie das die nächsten Tage so läuft. Ich habe jetzt erstmal gerade einen Wireless-Router abgeholt. Morgen besorge ich mir noch die passende 10-GB-Karte dazu. Und dann mal schauen, ob wir wenigstens einigermaßen online kommen. Das letzte Mal, als hier die Strippe gerissen war, hat das dann mal so 3 bis 4 Wochen oder 5 Wochen gedauert, bis wir wieder vernünftiges Internet hatten. Das ist halt der große Nachteil des Landlebens. Und lustigerweise, traurigerweise, kam gerade im Radio, dass heute der Waldzustandsbericht, da liegt das Ding übrigens. Moment. Na, da ist er umgefallen. Heute ist der Waldzustandsbericht erschienen für 2016 und fast 30% der Waldbäume in Deutschland sind leicht bis schwer geschädigt, also krank. Ganz schlimm hat es wohl die Buche erwischt. Das kommt wohl daher, dass die Buche vermutlich durch den Klimawandel ausgelöst viel stärker Früchte entwickelt. Also ich denke so, oh, schwere Zeiten, wir müssen uns hier ganz doll weiter vermehren. Dadurch haben sie weniger Laub und durch das weniger Laub können sie wieder weniger Nährstoffe aufnehmen und Licht aufnehmen im nächsten Jahr und so. Ein Teufelskreis. Jedenfalls geht es dem Wald in Deutschland nicht wirklich viel besser als vor 30, 40 Jahren. Und diese ganze saure Regengeschichte aus den 80ern ist wohl immer noch eine der Hauptursachen, die immer noch in den Waldböden sitzt. Der Förster im Radio sprach halt eben davon, dass der Waldboden ein sehr langes Gedächtnis hätte oder ein sehr gutes Gedächtnis hätte. Und fand ich gerade sehr bemerkenswert und sehr passend, nachdem der Riesenokolith heute umgefallen ist, gibt es da gleich nochmal die offizielle Bestätigung, dass das in ganz Deutschland wohl so aussieht. In den 80ern waren es wohl eher die Nadelbäume, denen es schlecht ging. Und jetzt mittlerweile haben die sich wohl halbwegs erholt und dafür geht es den Laubbäumen immer schlechter. Was man jetzt genau dagegen tun kann oder was jetzt geeignete Maßnahmen wären, haben sie im Radio jetzt eben nicht gesagt. Und ja, fiel mir nur gerade ein, habe ich noch gerade gehört. Tja, ich bin mal gespannt, wie ich jetzt die letzten 10 Tage des Vlogs irgendwie rumkriege. Ich habe das schon hochgerechnet, so ungefähr, je nach Länge des Videos, habe ich ja immer 300 bis 400 MB, die erstmal hochgeschubst werden wollen bei 10 GB Datenvolumen. Macht das summa summarum so um die 4 GB.
plus natürlich noch ein bisschen surfen, recherchieren, was runterladen und auch arbeiten. Mal schauen, ob ich damit hinkomme. Und vor allen Dingen morgen erstmal schauen, ob wir den Router so hingestellt kriegen, dass auch tatsächlich ein vernünftiges Signal ankommt, weil LTE ist jetzt schon eher die Ausnahme hier. Naja, bis später.